Hallo und herzlich willkommen zurück bei Nachtaktiv Gaming. Ich bin der Resturlaub und spiele mit euch Uncharted Drake Schicksal auf der Suche nach Eldorado. In der letzten Folge wurde unsere liebe Elena gefangen genommen. Gegen Zombie-Horden haben wir uns hier durchgemetzelt. Und jetzt haben wir es hier mit Soldaten zu tun. Und da ist auch schon wieder was lang gekrabbelt. Da krabbelt es immer noch. Quicktime-Event geschafft, du Scheißviech. Direkt daneben geschossen. Ey, Gollum, wie läuft's? Alter. Scheiß Monstervieh. Jawohl. Dann haben wir wieder ein bisschen Schussstärke. Ein bisschen Munition wäre auch nicht schlecht. Hier lag doch eben noch was. Da. What the fuck? Ach ja. Ich glaube, den habe ich erwischt. Aber wie gut auch, dass der Gegner nicht auf dieses Zombie-Vieh schießt, sondern direkt uns ins Target nimmt. Oh Gott, das war knapp. Die sind auch verflucht schnell. Und eindeutig zu viele für meinen Geschmack. Das war gerade noch in letzter Sekunde. Ey, ihr Ficker, ich wollte mir hier doch nur im Klaren sein, welche Waffe ich jetzt hier nehme. Mann, Mann, Mann. Das ist das nächste Viech. Alter. Nö. Der gute Granatenwerk. Ich hatte ja die Hoffnung mal. Ja, ekliger als die Soldaten. Ja, ich hab dir gerade den Arsch gerettet, du Lutscher. Im Nahkampf definitiv. Eine Schrote hätte ich jetzt gerne mal. Mann, wir haben hier gerade andere Sorgen. Die Pistole scheint allerdings durchschlagskräftiger zu sein. Oh Gott. Nein, 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 nein. Ich aber auch immer versuche, dann mich mit Fäusten zu wehren. Ich lerne einfach nicht dazu. Mann, jetzt lasst mich doch mal hier einen Meter weiter rauskommen. Verpiss dich.
wir laufen jetzt hier einfach mal weg. Und hier rein. Und da hoch. Ich weiß nämlich nicht, was das da für eine Spawnrate ist. Ob das die ganze Zeit weitergeht. Und wir sind wieder aus dem Bunker raus. Kapitel 20. Schnell zu Hilfe. Sully, bist du da? Verdammt. Sully, melde dich. Oh, Gott sei Dank, Mate. Wo bist du? Unterwegs zu dir. Sie haben Elena. Wir müssen sie aufhalten. Hab selbst Probleme. Die Mistkerle halten mich vor der Kirche in Schach. Bin fast da. Bin unterwegs, Sully. Wir kommen schnell zu Hilfe. Wir nehmen mal das Präzisionsgewehr mit. Vielleicht können wir das gleich mal gut einsetzen. What the fuck? Okay. Sully, wo wollen wir denn hin überhaupt? Wo bist du? Eben habe ich dich doch schon gesehen. Hier oben zur Tür vielleicht? Nein. Da unten bist du. Vor wem versteckst du dich denn? Hier ist doch keiner mehr. Doch. Hier drüben. Ja. Sully, du könntest ja ruhig mal ein bisschen mitspielen. Hätte ich kein Problem mit. Wo ist der nächste? Oh nein. Ah, das sah cool aus. Fupp. Kopf ab. Wo ist denn hier der mit dem Raketenwerfer? Wir müssen sie stoppen, Sully. Die wissen nicht, was sie anrichten könnten. Was soll ich denn? Weiß nicht wie, aber die Statue hat die ganze Kolonie und dann noch die Deutschen gekillt. Wow, wie bitte? Keine Zeit, wir müssen zu der Kirche. Keine Zeit. Die Kirche ist da drüben. Nochmal schnell die Waffe wechseln. Und ab in die Kirche. Kling, klong, klung. Sesam, öffne dich. Jetzt können wir sie auch öffnen. Verdammt, sie sind überall. Bleib zurück, Sully. Boah. Ist ja eine richtige Lasershow hier. Können wir hier behutsamer vorgehen? Gehen wir hier gleich irgendwo irgendwie in Deckung? Das geht nicht. Alter. Na bitte.
Immerhin konnte ich ihn verjagen. Du Dreckschwein. Okay. Eure Lasershow war scheiße. Ich muss nur auf die Raketenwerfer und auf die Scharfschützen achten. Hier sind eher weniger ein Problem, solange ich natürlich Munition habe. Und immer wichtig, ich mag es überhaupt nicht, wenn die Mobs der Meinung sind, mir in den Rücken laufen zu müssen und neben mir zu stehen. So, Sully verkriecht sich da hinten. Den haben wir jetzt erfolgreich hervorgelockt. Dann würde ich sagen, wieder sind sie. Was meine ich? Zack, im Rücken. Und da oben will ich erstmal haben. Okay. Mit ihren Motorradhelmen. So. Da rollt sich der nächste elegant rüber. Aber ich muss nachladen. Verschwinde. Komm, Sully. Da müsste ein Geheimgang direkt unter dem Altar sein. Hier, Sully. Mensch. Unter dem Altar, wo rennst du denn hin? Schere, Stein, Papier, ob wir da runtergehen oder nicht. Schade. Ich hatte Stein, er Papier. Kapitel 21. Gold und Knochen. Na, Sully, kein Bock, oder? Was zum Teufel los ist? Drake wollte den Schatz nicht dir wegschaffen, Sully. Er wollte sicher gehen, dass er hier bleibt. Was? Er ist verflucht oder so. Oh, nee. Um Himmels Willen. Hey, ich weiß, das klingt irre. Du musst mir einfach vertrauen. So ein paar Skelettkämpfer wären jetzt witzig. Aber ich ahne ja schon, gerade hier unten werden wir bestimmt den ein oder anderen Zombie-Mutanten gleich Affen am Hals haben. So. Ja, Knochen kommt ganz gut hin. Weiter. Eldorado. Ich glaub's kaum. Was Sie beide sollten langsam wissen, dass ich auf alles vorbereitet bin. Weg mit den Waffen. Da rein. Keine Dummheiten, bitte. Oder sie wird sterben. Gut. Nun, entschuldigen Sie mich. Ich bin gleich wieder da.
Wie großartig. Ein Meisterwerk. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das ist nur eine Hülle. Der wahre Reichtum von Eldorado liegt im Innern. Haha, öffnen Sie es! Oha. Adios, Jefe. So wenig Fantasie. Mach ihn, Loret! Mach ihn, Loret! Navarro, das Ding hat eine ganze Kolonie ausgelöscht. Du weißt nicht, was du tust. Falsch. Ich bin der Einzige auf dieser Insel, der überhaupt weiß, was er tut. Cague la statua. Cuidado! Ihr seid einfach nur blind. Alle. Ihr streitet euch um unbedeutende Schätze. Habt ihr eine Ahnung, was das wert ist? Beim richtigen Käufer? Levantalo! Levantalo! Das können wir nicht zulassen. Oh nein, was zum Teufel ist das? Verdammt, was sind das für Viecher? Das sind die Spanier, Sully. Sie waren nie weg. Gott, wenn es die Insel verlässt. Du musst ihn stoppen. Ich gebe dir Deckung. Wir werden ihn stoppen. Nicht mit uns. Okay, er hat gesagt, er gibt mir Deckung. Das heißt, ich renne jetzt hier einfach mal durch. In der Hoffnung, ich kann hier irgendwie den guten Bösewichten. Den guten Bösewichten. Nicht zerfleischen lassen. Wir kommen, Elena. Da ist er! Munition ist immer gut. Nicht mit uns. Eldorado bleibt bei uns. Kapitel 22. Showdown. Und wir sind hier mit der Schrotflinte unterwegs. Und die nicht so.
Ich würde da ja gerne mal eine Granate überwerfen, wenn ich nicht die Angst hätte, mich selber damit zu töten. Hallo? Hallo? Ah. Okay, der ist weg. Das ist doch hier unser Kollege Schmalfuß, oder nicht? Wir hoffen natürlich, dass Elena überlebt hat. Wir haben keine Munition mehr. Jetzt. Und weiter geht's. Wir kriegen dich, du Drecksack. Das lassen wir hier nicht auf uns sitzen. Immer Plan. Na, da hast du dich versteckt, du Spinner. Okay. Hätte ich gerne eine Schrotflinte kriegen? Oder kann ich auch so seine Kiste zerstören? Ja. Ich glaube nämlich, man muss die Kisten zerstören, damit der Spaß die wegläuft. War hier nicht noch irgendwo Munition? Wofür Munition, wenn wir unsere Füße und unsere Fäuste. Super. Volles Brett Munition. Ich hoffe, wir können den Sausack jetzt endgültig zur Strecke bringen. Ach ja. Ausgetrickst. Da ist er. Los geht's. Oh oh. Ich krieg dich. Ich kriege dich. Ich kriege dich. Du entkommst mir nicht mehr. Kugeln. Das ist natürlich nicht so viel. Wo ist er? Elena. Elena. Du Wichser. Gut, Waffe ist weg. Nein, und jetzt? Scheiß, bin ich tot. Fuck it. Jetzt gibt's ins Maul. Fuck. Quicktime-Event verkackt. Verdammt. Und gekriegt habe ich auf den Sack. Eins, zwei. Jetzt laber nicht. Und nochmal. Ich wieder einen Einkauf nicht geschafft. Ach, das gibt's doch nicht. So. Und nochmal. Eins, zwei. Boah. Okay. Fakt ist, ich muss gleich rüberspringen. Warten, bis seine Munition alle ist. Und gar nicht. Jetzt. Scheiß das gleich. Es ist immer Dreieck Quadrat. Das sollte ich jetzt auch gleich wieder hinkriegen. Auf ihn drauf. Thank you.
Das war's. Glaube ich. Elena. Elena! Oh Gott. Elena. Komm her. John. Kannst du stehen? John, okay. Gut, komm her. Mir geht's gut. Alles okay? Oh, Nate! Ach, ach du Scheiße. Genau. Adios, Mistkerl. Oh Mann. So. Hey. Was für ein Tag. Ja, ja, Welt gerettet, das Böse besiegt. So wie immer. Wirklich? Ja, schade nur, dass wir am Ende leer ausgehen. Naja, weißt du, ich konnte eine Kleinigkeit retten. Hier, ich dachte, das vermisst du vielleicht. Romantik. Danke. Ja. Ja, vielleicht eine Vorstellung von Romantik? Sally! Wow, du siehst scheiße aus. Und die anderen erst. Hab ein Boot. Wir haben schon eins. Ja, ein großes. Das hier finde ich besser. Sally, du bist ein verdammter Teufelskerl. Oh. Die Piraten, von denen ich's hab, brauchen's bestimmt nicht mehr. Tut mir leid wegen deiner Story. Oh, nicht so schlimm. Es gibt noch mehr. Du schuldest mir eine? Ich bin dabei. Ende gut. Alles gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es wunderbar. Ein sensationelles Spiel. Auch mit der Grafik ist es einfach nur empfehlenswert. Ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet wieder ein bei Nachtaktiv Gaming. Ich verabschiede mich und tschüss.